Kipschacken. Das, was vorher das Ilchanat war, war der Tributherr von Georgien. Aber jetzt werden sie wieder versklavt, haben gedacht, oh, endlich sind wir frei und direkt wieder. Ich weiß nicht, wie genau das funktioniert. So, fangen wir dann auch mal wieder mit Kriege an hier. Die letzten Christen hier aus Iberien verjagen. Okay, ich greife da mal Hühnchen an. Ungarn kommt mit, dieses Mal bin ich der Boss. Dürftest du ja Delfino retten, wa? Ich weiß es nicht. Aber die haben ja bestimmt ihre Truppen gerade bei Delfino drin. Frage ist, was machen die dann überhaupt? Ich meine, dann gibt es jetzt. Ist doch schon vorbei. Ach, wie schon vorbei? Muss das sein? Naja, hat er bestimmt wieder nachgegeben und alles akzeptiert. Delfino. Ich wollte dich jetzt retten kommen. Da kommt mir Delfino Delfino hätte dich wirklich retten können. Honky Tonk, ne? Ja. Jetzt habe ich gerade den Krieg erklärt und er haut ab. Schlechte Entscheidung. Also ich hätte gewartet. Ich habe wahrscheinlich gar nicht zugehört, dass ich irgendwie. Weiß ich ja gar nicht. Ja, ich habe sie nur ein paar Mal erwähnt. Hast du was gesagt? Ja, es hat ein paar Mal gesagt, dass er jetzt Wolinien angreift. Mit Ungarn zusammen. Weil ich einen Weg gefunden habe, das auszuhebeln. Ja. Wenn man hebeln kann, muss man hebeln. Alte Hebelweisheit. Ins Pech. Hebeln. Mal so theoretisch gesprochen, wie viel Kohle wäre da überhaupt drin? Also Moment. Ich muss ja mit Walhynien separat Frieden machen, weil das ja der Big Boss ist sozusagen. Oh, 4300 wäre drin. Das Gold? Dukaten, ja. Könnte ich mir die Institution fördern? Das ist schon, klingt gut, ne? Ja, aber erstmal gewinnen, ne? Weil ich brauche ja gar nicht so viel Geld. Ich habe ja schon ein bisschen was angespart. Was bringt mir überhaupt das Fördern? Kostenberater minus 5. Ich brauche nur noch rund 2000. Also zu dem zweiten. Ja, doch, 2000 sollte dann hinhauen. Ich kann ja noch ein bisschen was aus Minsk rauspressen, wenn ich das besiegt habe. Wenn ich da mal irgendwann hinkomme. Ziemlich bescheuert, eine christliche Großmacht sieht mich als geschätzten Verbündeten. Schon sehr verrückt. Ich glaube, Ungarn kann das jetzt gar nicht fertig integrieren, oder? Jetzt, wo ich im Krieg mit Wolhynien bin. Nee, beides Provinzen von... Ja. Ja, aber das ist Ungarns Problem, ich mein's. Und Ungarn kann wahrscheinlich nicht mal zusätzliche Provinzen nehmen, bestimmt wegen Überdehnung. Kriegen die eh nicht von mir. Ich bitte dich. Wolhynien ist immer noch Reich des Russ. Reich des Russ, ja. Was? Russ gibt's immer noch? Ja, Tatsache. Ja, ist nur noch. Ah ne, Moment. Turau, das lasse ich gleich verschwinden und Wolhynien. Gut, gucken wir mal. Das interessiert mich jetzt, wenn jetzt das letzte Land da weg ist, ob das dann aufgelöst wird? Ich glaube nicht. Beim HRE ist es ja so. Sicher, dass das immer so ist? Nee, ach stimmt, in Wolters Nightmare nicht. Also da habe ich mal gehabt, da habe ich Deutschland gegründet, war aber gleichzeitig Kaiser. Und ja, da war ich der einzige Mitglied im HRE und Kaiser. Ohne Wahlen und alles. So war es bei der Hauptstadt von Wolhynien da besetzen. So, ich muss auf jeden Fall hier Krakau so ein bisschen abdrängen vielleicht. Damit die sich nicht noch weiter vergrößern können. Die gieren schon wieder auf alles da, diese böhmischen Untertanen. Diese Sklaven. Dieses Gesinde. So sind sie halt, die Polen, sich immer Böhmen unterwerfen. Boah, England kriegt da auch nichts gebacken hier.
Die Angelsachsen? Nee, die sind... Also Northumbria bekommt das gebacken. Das sieht mich jetzt, wenn die jetzt, weil die haben ja auch Primärkultur engelsächsisch, oder? Nee, ja. Doch nicht, haben sie nicht. Oder schon, ja. Aber ist britisch. Auch. Die können ja dann sicher auch Großbritannien gründen, wenn die alles haben. Müssten sie können. Ja. Aber das ist immer noch KI. Das vergessen wir ja immer. Ja, aber wen soll sie stoppen? Ich meine, guck doch mal, mit wem die Angelsachsen verbündet sind. Das ist Dänemark und wir kommen da keine Truppen rüber. Ja. Mumhain, was in hier Irland. Mumhain, wie wird das denn ausgesprochen? Das ist eine Kuhfarm. Kuhfarm war ja auch ganz schön. Vielleicht sehen wir ja noch Irland. Ja, das könnte gut sein. Das kriegen die meistens hin. Also gut, haben wir doch auch Ruhe, ne? Ja, es gibt ja auch nicht viel, ich meine, in Irland. Es gibt ja auch keine Landverbindung, oder? Nee. Nee. Da musst du immer mit Wasser rüber, und wenn du mit Wasser ja weißt, wie es ist. Ja, in den Staaten sind die auf hier schon sehr angenehm zu verteidigen. Naja, ich weiß nicht. Die KI einfach die Kühl. Also wenn sie gegen dich kämpfen, schaffen sie es immer noch. Wenn sie mit dir kämpfen, schwierig. Ja. Also die Taktik ist natürlich, die Küstenprovinzen mit Festungen vollmachen und dann... Ist immer leichter gesagt als getan. Ja. Weil man das immer gerne vergesse. Festungen bauen, modernisieren, ey. Stufe 1 wie Frankreich. Mach's wie Frankreich, die Maginot-Linie war ja auch erfolgreich. Die Maginot-Linie. Jetzt verlagern die wieder schneller als ich. Bloß soll die 40.000 haben statt 20. Was soll denn das? Oh, jetzt hat Wolnien sogar noch nationalistische Aufstände. Scherno-Giewische Nationalisten. Aber vielleicht gehen sie die mal beseitigen. Also die sind gerade im sehr schlechten Zustand. Ja, weil sie halt schon wieder am Krieg verloren sind. Nur, die werden schon sehr viel Kriegsmüdigkeit alles haben. Haben die? Muss ich mal gucken. Ja, du siehst es ja. Kriegsmüdigkeit ist 0,8. Eine Stunde. Wie die KI halt. Mittel. Die haben auch nur so Mittelbock. Das ist typisch KI. Du hast mir hier die Hauptstadt eingenommen, das hilft. So. Missionsziel ist auch schon angenommen. Dann können wir nachher noch Minsk einnehmen. Dann kann ich einen Gegner noch rausdrücken. Ja, Kiew? Werden das belagert? Das habe ich nicht belagert. Muss irgendein Vasall von mir gewesen sein. Ist doch schön, wenn man so viele Vasallen hat. Die lagern auch noch hier. Boah. Na gut, gibt ja halt auch Boni, ne? Vasallen, beste Vasallen. Ich hätte gern Ungarn als Juniorpartner. Dann wäre es, glaube ich, so wär's einfach vorbei. So, ich gehe erstmal auf Lenin. Ich gönne mir erstmal Lenin. Ja. An dem Moment, da ist Ungarn drauf. Also, wenn du Ungarn als Juniorpartner hättest, dann wäre Deutschland, glaube ich, ja, absolut machbar. Deutschland, Ungarn, wann? Dann heißt das nicht mehr Österreich-Ungarn, sondern Deutschland-Ungarn. Kaisertum. Großdeutsches Kaiserreich. Ja. Nicht hier diesen Bismarck-Scheiß da, Kleindeutsch, was soll denn das hier? Man muss groß denken. Überleg mal, ne? Alldeutsch. Überleg. Was? Die österreichischen Kaiser hatten ja mal die Idee, ne, Deutschland zu vereinen. Ja, sie haben es da nie geschafft, weil da noch so viel Scheiße dran hing bei denen. Ja, und Preußen und alles und ihren eigenen Interessen. Dann überleg doch mal, was das für ein Reich in Europa gewesen wäre. Ja, es gab ja die kleindeutsche Lösung, die Bismarck gemacht hatte, dann so die großdeutsche Lösung, das wäre genau. So mit Österreich noch gewesen. Genau. Dann gab es ja noch diese altdeutsche Idee, wo irgendwie alles, wo irgendwo Deutsche gelebt haben, so in Europa. Also diese fränkische Ostfrankenreich oder wie das war, ne? Ja, also es wäre noch sehr viel mehr, also Niederlande auch. Mhm.
Also alles, was irgendwie germanisch halt. Ja, alles, was halt irgendwie deutsch war. Und die Definition war da schon recht weit gefasst, sag ich mal. Ja. Das wäre schon absolut irre gewesen. Also das wäre schon eine Supermacht dann gewesen. Ja, aber das Deutsche Kaiserreich ja nicht. Ja, doch. Ja. Aber halt in der Form wäre das dann noch heftiger gewesen. Das ist richtig. Also da hätte Frankreich und so und Großbritannien nicht mehr so. Ja, das wäre so der Moment gewesen, wenn du sagst, okay, ja, Europa gehört jetzt Deutschland. Das ist ja. Ne, nach dem Ersten Weltkrieg, wenn wir den gewonnen hätten. Ja. Aber hätte man vielleicht nicht durch, hätte man vielleicht den Ostaufmarsch machen müssen oder so. Ja. Naja, es gibt ja die fiktive Idee, was wäre gewesen, wenn die bolschewistische Revolution in Russland früher geschehen wäre. Weil die Lenin hat ja wirklich alle Friedensbedingungen der Deutschen akzeptiert, ne? Ja, beim zweiten Versuch dann. Weil ich glaube, wenn die Ostfront ein paar Jahre früher weggefallen wäre, ich glaube, dann hätte Frankreich und Britannien nicht durchgehalten in der Westfront. Ja, wie gesagt, es gab da ja, das war noch von Moltke dem Älteren da, also der unter Bismarck noch gedient hat. Ja. So die Idee, man könnte auch einfach im Osten aufmarschieren. Also so im Westen bleibt es einfach so maximale Defensive. Marschierst im Osten auf, bis Russland halt einfach so weisen Frieden akzeptiert. Was sie ja denn gemacht haben, aber zu spät dann halt, ne? Ja, und dann wirst du alles nach gegen Frankreich, weil Frankreich allein halt überhaupt keine Chance hat. Weil das sorgt A dafür halt, dass du ja vor allem mit der damaligen Technik vielleicht da verteidigen konntest als Angreifen. Und es hätte England nicht so schnell in den Krieg gerufen, wenn überhaupt. Ja. Na, eigentlich ist ja das Tragische, ist ja, das war ja im Ersten Weltkrieg eigentlich wie im Zweiten Weltkrieg, als die USA eingetreten sind, war ja eigentlich vorbei. Joa. Das ist halt das, wenn man mit frühen U-Booten den U-Boot-Krieg führen will. So, was macht überhaupt so Böhmen? Ah, Böhmen ist schon durch, okay. Der Krieg ist schon durch. Und die Ironie ist ja, die USA wollten ja im Zweiten Weltkrieg nie eintreten, ne? Die haben gedacht, ach komm, die prügeln sich da schon wieder in Europa. Okay, was haben die da oben jetzt überhaupt erreicht? Ich habe keine Ahnung. War ja wirklich so, die haben sich ja gedacht, oh nee, jetzt machen die da schon wieder Krieg in Europa, fickt euch, lasst mich in Ruhe. Ja, also Hitler hatte ja durchaus Fans in den USA, ne? Also ja, da gab es ja auch eine riesen nationalsozialistische Bewegung, das stimmt gab schon. Gab es. Ne? Du meinst wohl, die gibt es ja noch. Bloß früher sind sie ja wirklich ganz offen. Naja, inzwischen sind wir auch wieder an dem Punkt, ne? Ja, gut, seit Donny und so, ne? Kaum Horst Peter läuft's. Ja, jetzt habe ich hier schon Nationalisten, smolenskische Scheiße. Ja, es läuft gerade irgendwie sehr vergleichsweise. Ja, vielleicht soll Peter ab sofort hosten. Aber schreiben wir noch nicht so laut, ne? Das ist immer noch Iofi. Peter hatte ja schon mal gehostet. Warum hat er das nicht mehr gemacht? Weil ihr auch Probleme gab. Naja, gab auch Probleme. Ja, da war aber mein Fehler gewesen, weil ich Fast Universales hatte. Ja, da war er selber nicht mehr synchron. Genau, weil ich vergessen habe, die Mod auszumachen hier. Toaster Universales und Fast Universales. Das ist auch so eine Aussage, er ist mit sich selbst nicht mehr synchron. Ja gut, war ja so. War ja so, ja. Ja, war ja wirklich so. Ich meine, was musst du machen, damit das in deinem Spiel passiert? Dass der Host nicht mehr synchron ist. Oh, Novgorodische Nationalisten. So langsam müsste ich theoretisch den Krieg beenden, aber ich habe noch nicht so viel Bars. Und das war wirklich mein Fehler, weil ich die beiden Mods anhatte und ihr nicht. Und da ist er dann irgendwie mit diesem Hash-Code oder wie das heißt da. Haschisch heißt das, Haschisch. Ja. Boah, Georgien wird einfach zerstört. Kann Delfino Georgien angreifen? Ja, los, rein da, Delfino. Pass auf, das würde dann so laufen, Honky Tonk. Der Film geht unter. Ilkanat macht den Frieden und dann sagt Georgien gut.
Ist plötzlich auf Sall. Ah, scheiße. Ja. Und da laufen wir in den 50.000er Stack rein. Das ist nicht so gut. Tja, das passiert, wenn man durchgeknallte Diktatoren die Befehlsgewalt lässt, ne? Was? Bitte, nix. Was anders, ne? Ich habe mal wieder einen Stack verliert. Ach nee, der lag ja noch da drüben, okay. Habe ich jetzt wirklich gewonnen, was? Also Ungarn ist, glaube ich, aufgetaucht. Okay, und die sind zwei Militärtech-Stufen hinten dran, okay. Tech-Stufen machen schon echt was aus, besonders die Miltech. Da kannst du wirklich... So, erstmal Minsk hier, ne? Von euch will ich gar nichts, deswegen... Können die Hauptstadt mal plündern? Es hat nicht genug Entwicklung. Was denn? Hauptstadt hat nicht genug Entwicklung, um sie zu plündern. Das wäre einfach nur ein bösartiger Akt. Ja, geil. Ja, gut, Russland halt. Ich kann die Legion erzwingen, ist doch auch was. Russland halt, ne? Boah, wenn du das machst, ey, dann würdest du die wirklich kaputt machen. Nee, ich meine, alles von Minsk. Ach so. Das. Nicht von Volhynien. Das wäre fies, Junge, wenn du das machst, ey, dann würde ich so viel Unruhe. So groß. Ey, stell mal vor, wenn das gehen würde, könntest du ja jeden Gegner völlig in den Bürgerkrieg stürzen. Altsächsischer Rival, Vasall wird 3500%, Region erzwingen auch 3500% Kriegsstand. Ich glaube, das wird nicht ganz hinhauen. Guck mal, die Osmanen haben auch einen doofen Krieg, ne? Osmanen? Der Krieg geht, glaube ich, jetzt schon seit ein paar Jahren und die kommen einfach nicht nach Dani Schmäden drin, weil die nicht durchgelassen werden. Ist doch schön. Wie sieht es jetzt überhaupt aus? Kriegsmöglichkeit 3,6 in Volhynien. Ich kann leider keinen weiteren Separatfrieden schließen. Schade. Die haben einfach zu viele Vasallen. Sollen das? Lage von Toropets. Nein, mein Meisterpräger ist tot. Okay, keine Inflationsreduktion mehr. Lass mal Prestige mit 1 mal. Oh. Jetzt mache ich ja nur noch plus 3. Warum? Achso, weil meine Armee aufgestockt wird auch. Plus 6. Gut, ich habe auch 3 Stufe 2 Berater jetzt, ne? Man gönnt sie ja sonst nichts. Eben. Ach, Batalavis. Willst du also Unabhängigkeit unterstützen, ja? Er hat 5 Staaten mit Nationen, die Teil des Römischen Reichs sind. Habe ich das denn nicht? Oldenburg, Henneburg, Tecklenburg, Anhalt. Nee, weder Dänemark noch Ungarn sind ja. Ich habe nur 4. Ach, geil. Oh, da könnte man nochmal schöne Bonis abstauben. Ja, wie Manager, ne? Ja, aber wo nehme ich jetzt noch eine Staatsehe her? Hast du das mit der Deutschen Bahn gesehen? Das genau. Das naja, die Manager, die Vorstandsvorsitzenden gönnen sich erstmal 5 Millionen Bonis, obwohl da nur Scheiße passiert. Was sollst du denn sonst machen? Ich meine, um jeden Mitarbeiter mehr Geld zu zahlen, reicht es ja nicht. Also kannst du es auch den Managern geben. Ja. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht klicken. Naja. Böhmen führt mal wieder unbedeutende Kleinkriege. Ja, ist egal. Aber ich verstehe schon, warum alle Delfino hassen diese Republik da. Vor allem ist es eine Republik. Wie? Warum? Was ist da passiert? Frag mich nicht. So, Festung. Ich kann das auswählen. Ja, du hast du nicht minus 3 Stabilität deswegen gekriegt? Ja, bekommst du, glaube ich. Nein, hatte ich nicht. Wie das denn? Also, wenn ich das machen würde, laut hab hier minus 3 Stabilität. Gut, er hat vielleicht nie mehr bekommen. Hab ich aber nicht. Nein. Okay. Zu wenig. Verliert 3.
Vielleicht zu wenig Dings hier, Legitimität. Unter Regierungsform war ich ganz unten angekommen, dann konnte ich das wechseln.